Einen wunderschönen guten Tag, Freunde chinesischer Smartphone-Kunst. Stimmt eigentlich heute überhaupt gar nicht. Es geht um Freunde finnischer Smartphone-Kunst. Obwohl HMD Global produziert da bestimmt nicht. Aha, ja, klar. Die produzieren in Vietnam. Stimmt, habe ich schon mal gelesen. Also kurz Nokia. Ich habe heute Nokia für euch. Es ist, ja, welches ist es eigentlich? Es ist Nokia 8110 4G. Habe ich vor ungefähr ein Jahr gekauft, weil ich euch KaiOS vorstellen wollte. Neues Betriebssystem, okay, ich werde jetzt mal neu nur noch in Anführungszeichen setzen. Es eben nicht mehr neu ist, weil ich das Gerät einfach mal seit einem Jahr habe und bin einfach nicht dazu gekommen. Ich habe es mir bei eBay, glaube ich, mal geschossen, weil ein Zuschauer hatte mir das empfohlen. So genau weiß ich das gar nicht mehr, eben weil es so lange her ist, aber bleibt letztendlich ein interessantes Thema, denn am Markt gibt es im Großen und Ganzen ja nun mal nur Android. Und dann mit einem deutlich geringeren Marktanteil dann auch noch so, ne, als Nischenprodukt iOS. Aber eigentlich gibt es auch noch KaiOS. Wurde auch so ein bisschen gehandelt als vielleicht die Alternative zu Android. So wie ich das jetzt verstanden habe, ist es eigentlich eine abgespeckte Version, um auch kleinere Geräte, zum Beispiel eben Tastentelefone, Tastenhandys, die man noch von früher so kennt, Slider. Was ich heute zum Beispiel für euch habe, obwohl so ein richtiger Slider ist es ja auch gar nicht, werde ich euch mal zeigen. Ist eigentlich ein ganz spannendes Telefon, sage ich euch so, wie es ist. Und KaiOS ist sicherlich für gerade die Generation, die halt dieses ultimative, smarte Telefon ablehnt, lohnenswert. Weil man kann neuere Technologiestandards nutzen, wie eben Messenger, aber hat trotzdem noch ein klassisches Tastentelefon. Auch der Anspruch an die Hardware ist wesentlich geringer, die Software ist wesentlich schlanker. Dennoch wird sowas wie 4G unterstützt, NFC kann unterstützt werden, GPS ebenfalls. KaiOS ist ein auf Firefox OS basierendes Betriebssystem für Feature Phones. Ich habe euch schon Feature Phones vorgestellt, vor allem von Xiaomi, welches von KaiOS Technologies Limited entwickelt wird. Mit Sitz in Hongkong. Also, Freunde chinesischer Smartphone-Kunst, irgendwie trifft es doch immer zu. Hauptmerkmale von KaiOS sind die Unterstützung von 4G, NFC, GPS und WLAN mit HTML5 basierenden Anwendungen und eine längere Akkulaufzeit auf Nicht-Touch-Geräten mit einer optimierten Benutzeroberfläche. Meine Kopfhörer haben gerade mit mir gequatscht. Die liegen hier, die seht ihr noch nicht. Das ist das nächste Video. Ja, das Update meiner Kopfhörer war erfolgreich. Und das sagte uns, ich habe nochmal Kopfhörer für euch, die man updaten kann. Sehr spannend. Aber jetzt wieder zurück zu KaiOS. Mit weniger Speicher- und Energieverbrauch. Außerdem gibt es Over-the-Air-Updates. Ein eigener App-Store namens KaiStore ermöglicht den Download von Anwendungen wie zum Beispiel den bevorzugten Browser. Einige Dienste sind als HTML5-Anwendung vorinstalliert, darunter Twitter, Facebook und YouTube. Andere lassen sich nachträglich installieren, Java-Applikationen sind nicht nutzbar. KaiOS ist für heutige Standards vergleichsweise ressourcenschonend und kann auf Geräten mit nur 256 MB Arbeitsspeicher betrieben werden. Die Software kann dabei von den jeweiligen Geräteherstellern angepasst werden. So, ihr habt es jetzt schon geahnt, Nokia ist einer der Partner, die halt KaiOS einsetzen. Nokia ist ja für Tastentelefone unglaublich bekannt. Oh, da hab ich eins, um sofort eure nostalgischen Gefühle zu pflegen. Kennt ihr das noch? Jeder kennt's. Das ist auch eins der Klassiker von Nokia. Namen habe ich jetzt nicht parat, weil ganz ehrlich, diese Namensgebung, das konnte ich mir einfach nie merken. Es ist ein Nokia 5110. Unglaublicher Klassiker. Bei mir vorne, da ist noch so eine Einbuchtung. Und damit kann ich auch das gesamte Cover halt abnehmen und einfach auswechseln. Vorne Cover ab, Cover dran, das Gerät ist wie neu. Hinten Akku ab, neuer Akku dran und der Akku ist halt auch neu. So einfach konnte man damals die Geräte wieder herstellen, ging für jeden klar. Keine Spezialschrauben, ich will im Übrigen das Gerät später noch, deshalb habe ich es auch, auseinandernehmen und euch dann von innen nochmal zeigen, aber nicht heute. Heute zeige ich euch das Innere dieser Verpackung. Jetzt gönne ich mir noch einen Schluck Tee oder Schnaps. Ja, könnte Whisky sein. Oder rum. Tja, das werdet ihr aber niemals erfahren. Okay, das ist übrigens die neu aufgelegte Version. Es gab ja schon mal ein Nokia 8110. Ich weiß nicht, ob es das war, was auch bei Matrix dann verwendet wurde, als Bananentelefon, wie es ja damals hieß. Aber ich glaube, das war ein anderes gewesen. Das Original 8110, das ist nämlich von 1996. Die Neuauflage ist, glaube ich, von 2020. Und wie gesagt, unterstützt dann 4G, unterstützt Wi-Fi, BGN, Bluetooth 4.1, GPS. Als System, wie erwähnt, KaiOS. Als CPU kommt der MSM8905 Dual-Core mit 1,1 GHz und MSM ist es ein Qualcomm. RAM immerhin ein halber Gigabyte, also mehr als die Minimalanforderung. Interner Speicher 4 GB. Der lässt sich auch noch per MicroSD-Karte erweitern. Ist das nicht nice? 3,5 mm Klinkenanschluss ist dabei. Ein Radio ebenfalls. Das Display 2,45 Zoll klein. QVGA.
Curved Screen? Im Profil kann man sehen, das ist immer noch gebogen, wie seid wie eine Banane. Anschluss ist immer noch Micro-USB und eine Micro-SIM, eine Nano-SIM wird unterstützt. Der Akku misst 1500 mAh und wir haben IP52-Zertifizierung, immerhin. So, ich hole jetzt schon mal das Telefon raus, wir schauen uns noch ein bisschen den Lieferumfang an. Ich weiß nicht, ob der noch komplett ist, aber müsste, könnte, sollte. Hier ist mal das Telefon. Und muss man so sagen, wie es ist. 2021 ist sowas auf jeden Fall. Es ist auffällig. Ja, dann würde jeder schon mal doppelt hinschauen und sagt, was hat der denn für ein Telefon? Sieht alt aus, aber irgendwie mit moderneren Funktionen. Ist schon eine kuriose Mischung. Aber findet sicherlich auch Abnehmer. Was ist das denn? Ernsthaft? Es ist eine Anleitung in allen möglichen Sprachen. Backknopf der Handling. Da haben wir ein Ladegerät über Micro-USB. Wunderbar. Oh, und hier unten ist auch noch was drin. Passt auf, was habe ich denn hier noch? Oh Gott, das ist ein Headset. Auch noch ein ganz, ganz, ganz altes. Nicht in ihr, sondern, naja, ein ganz, ganz altes. Ich mache es mal wieder zu. Das Ladegerät ist 5 Volt, 550, also 0,55 Ampere. Also extrem leistungsschwach. Ah, naja, was soll's. Das Gerät ist ja auch billiger. Es kostet irgendwas mit unter 100 Euro. Logisch, also allein schon wegen dem Funktionsumfang. Ich kann es euch mal verlinken. Ach, 63,49 Euro kostet das bei Amazon. 1634 Bewertungen, relativ begehrt. Ich sagte ja, dass es da einen Markt gibt. Durchschnittliche Bewertung von 3,9 von 5, was ganz okay ist. Es ist ein reiner Plastikbomber. Ja, das sieht man schon, die Rückseite ist abnehmbar. Also wie das früher halt auch der Fall war. Heute sind es natürlich gesteckte Rückseiten. Hier ist ein kleiner Akku, hier sind die beiden SIM-Schächte, beziehungsweise hier ist Nano-SIM und dann ist hier die zweite SIM und muss dann auch noch für MicroSD sein. Wir haben eine kleine Kamera und mehr gibt es nicht zu sehen, außer natürlich, ja, es ist ein Plastikbomber, wir haben Plastikrahmen, wir haben auch eine Plastikrückabdeckung. Das Display Glas scheint echtes Glas zu sein, aber sehr, sehr billiges. Es verschmiert unglaublich schnell und passt mal auf, hier ist dann unter dem Slider die Tastatur. Das ist natürlich eine mechanische Tastatur. Habe ich das Gerät schon angeschaltet? Nein, das ist nicht angeschaltet. So, da startet es auch schon. Und wir sehen Powered by KaiOS. Recht niedrig auflösend, der Schriftzug. Was heißt, ja, das Display ist auch niedrig auflösend. Aber ganz ehrlich, Freunde, bei 63 Euro, da erwartet man jetzt nicht so viel. Außer, dass hier oben der Nokia-Schriftzug ist. Das zeigt, man ist ein echter Genießer. Man ist ein Smartphone-Gourmet. Weil wir hatten hier noch ein Original Nokia. Weil in dem Stil, nicht wahr? Das ist schon was echt Außergewöhnliches. Die einen geben bis zu 1650 Euro für einen Apfel aus. Und hier bekommt ihr für 63 Euro den Klassiker schlechthin. Ein Nokia-Telefon. War früher einfach mal... Es war einfach der Standard gewesen. Unglaublich. So, jetzt sind wir hier in KaiOS. Ein Grund mehr, das Ganze näher ranzuholen. Und ja, wir sehen, das Display ist nicht besonders hochauflösend. Aber Blickwinkelstabilität ist ganz in Ordnung, auch wenn es kein IPS-Panel ist, ist es ein TN-Panel. Und wenn wir hier das aufsliden, seht ihr, dann geht auch das Display an und aus. Es hat also eine Funktion. Es schützt nicht nur die Tastatur. Jeder kennt es. Jeder hat schon mal früher oder später ganz wild Leute angerufen, weil die Tastatursperre nicht drin war. Manchmal wurde man auch angerufen und da hat man immer so Rascheln gehört. Manchmal konnte man auch Gespräche belauschen, da man wusste... Derjenige hat wieder versehentlich gewählt. Ja, ist hier kein Problem. Schiebt man einfach zu, das Display wird deaktiviert, die Tasten sind geschützt. Und wenn man es aufschiebt, hat man gleichzeitig erstmal ein aktiviertes Display und vor allem, wir haben beleuchtete Tasten. Das war auch damals nice to have. Funktionstasten. Hier, die Funktion steht auf dem Display. In der Mitte haben wir also hier den, naja, App Drawer, nennen wir es jetzt mal. Und hier links und rechts Verknüpfung und Hinweise. Hinweise, keine Hinweise. Vielen Dank. Verknüpfungen, aha. Können wir WLAN anschalten, Lautstärke einstellen, wir kommen hier auf den Taschenrechner oder in die Kamera, so eine Art Schnellzugriffe. Aber wir wollen ins Hauptmenü und ja, da sind einfach Buttons, drüber steht, was es ist. Anrufliste, Kontakte, Store, also der App Store, Kamera, Snake, der Klassiker, der gehört auf jedes Nokia-Telefon. Ich meine, Snake ist mit Nokia berühmt geworden. Mitteilungen, YouTube, Assistant, Musikgalerie, UKW-Radio, ein Browser, Video, E-Mail, Uhr. Maps, Google und Kalender. Und das ist doch unglaublich. Oh, hier geht es so weiter. Rechner, Hinweis, Einstellungen, Aufnahmegerät haben wir auch. Einheitenumrechner, sehr gut. Keine Internet. Ich dachte, ich hätte das schon eingerichtet. Verdammte Axt. Tja, hier ist die Frage, wie kommen wir jetzt ins Internet? Also, ich hoffe, ich halte das Telefon die ganze Zeit korrekt, weil durch die fehlende Blickwinkelstabilität muss ich mal darauf achten, dass ihr was sehen könnt. Ich aber auch. WLAN, hier, ist an. Wir haben Flugmodus, wir haben Bluetooth. Positionsbestimmung so GPS sein, ist eingeschaltet, ist der SIM-Manager, wir haben ein Dual-SIM. Voice over LTE wird auch unterstützt, Wireless Emergency Alert, okay, keine Ahnung, was das ist, aber wir wollen einfach nur das WLAN einrichten. Das machen wir jetzt auch mal.
Oh, es ist wirklich schon eine Weile her, dass ich diese 10er-Tastatur verwendet habe, um was zu schreiben. Ich musste ja gerade das Passwort eingeben. Oh, es gibt eine Software-Aktualisierung. Update available. Store-Update is available. Press OK to launch Store. Ja, das machen wir doch mal glatt. Da wollten wir doch eh rein. Loading. So, jetzt datet er den Store ab. So, Software-Aktualisierung. KaiOS-Update available. Install for new features and better performance. Okay, es gibt KaiOS-Updates. Sehr schön, dass das dann hier auch rausgeliefert wird. Keine Ahnung. Bugfixing. Vielleicht kommt mal ein Feature dazu. Ich weiß es nicht. Wir wollten uns aber eigentlich mal Maps reinziehen. Und ja, starten wir jetzt mal. Der Akku im Übrigen, ich habe das Gerät seit einem Jahr liegen. Der Akku hat immer noch Ladung. Es hat den überhaupt gar nicht gekratzt, dass der jetzt ewig im Regal geschlummert hat. Maps möchte auf ihren Stand. Ja, das können wir doch gleich machen. Suchen, Sprachsuche, Karte anzeigen. Kartenebene, Routenplaner. Ja, kennen wir. Es hat nur ein bisschen abgespeckt. Und siehe da. Jetzt läuft hier natürlich alles irgendwie mit den Tasten ab, weil wir ja kein Touchscreen haben. Aber das geht erstaunlich gut. Es geht erstaunlich gut mit dem Schnappdrachen, der hier drin ist. Oder keine Ahnung, was der Qualcomm SoC dem halt hier haben. Ah ja, die Auflegen-Taste ist ja gleichzeitig die Zurück-Taste. Also kann ich jetzt hier einen Routenplaner anschmeißen. Und ich möchte zum Beispiel nach B... Und da hat er es doch schon vorgeschlagen. Ja, sieh an. Jetzt schlägt er mir halt eine Route vor. Ja, mit dem Fahrrad bin ich 9 Stunden unterwegs. 9 Stunden von hier nach Berlin mit dem Fahrrad. Wow. Okay, also Maps, muss ich sagen, funktioniert soweit ganz gut. Wir nutzen mal den Browser. Wir wollen auf O S C H Moschus. Ich konnte früher, muss ich sagen, ich konnte früher ganz gut schreiben mit dieser Tastatur hier. Moschus D. Verdammt, nicht E. D. Seht euch das rein. Da lädt aber relativ lange. Oh, jetzt habe ich so einen kleinen Pfeil und kann damit navigieren. Super geil. Okay, die Steuerung mit den Pfeilen ist teilweise ganz schön verzögert. Ja, jetzt kann ich hier... Das ist alles echt nicht so komfortabel, sage ich euch so, wie es ist. Was aber vor allem daran liegt, dass das Display halt so klein ist. Ja. Aber dafür, dass das Display so klein ist, finde ich, ist die Steuerung mit der Tastatur hier ganz vernünftig umgesetzt. Okay, was ist das jetzt? Bitte aktualisiere deinen Browser. Dein Browser wird nicht mehr unterstützt. Na, super geil. Aber wir können uns ja alternative Browser installieren. Wurde ja vorhin angeboten. Wir suchen mal nach Browser... Und es gibt einen. Ernsthaft? Da steht in der Beschreibung, ich kann mir einen anderen Browser aus dem Store installieren. Da gibt es einen. Ja, okay. Ein bisschen eingeschränkt, die Auswahl. Oh, hier der Ladebalken, das ist eine Maus in der Rad. Sehr gut. Sound aktivieren, ja, immer doch. Spielen. Ey, aber ganz ehrlich, ja, sieht ganz nett aus, ne? Voll Snake-mäßig hier, so in Farbe und Bunt. Aber das Original-Snake war einfach da geil. Es war super funktional gewesen, die Grafik. Und man konnte so richtig up-pro-gamern. Ich will mehr Fruits. Ich will mehr Fruits. Ich bin eine Schlange. Ich stehe auf Kirschen. Ja, macht ja auch total Sinn. Ja, teilweise ist es ganz schön laggy hier. Der hat ewig gebraucht, jetzt den Startbildschirm aufzubauen. Hier startet man noch die Kamera. Verdammt, nicht Flugmodus. Hier ist die Kamera. Ja, hier schaut euch das mal in der Vorschau an. Da sieht es ja schon räudig aus. Autofokus gibt es offensichtlich nicht. Ich meine, das Gerät kostet 60 Euro. Und naja, da ist natürlich jetzt keine brauchbare Kamera dabei. Damit kann man bestenfalls mal irgendwelche Schnappschüsse machen. Aber ich muss sagen, die ist echt schnell, die Kamera. Immerhin. Gut, die Kamera ignorieren wir mal. Eine Frontkamera gibt es nicht. Es gibt nur diese eine Hauptkamera. Ich hatte sogar ein LED-Flash. Das ist dein Lautsprecher. Das Bananentelefon von Nokia 8110 mit KaiOS. Ganz spannend, muss ich sagen, weil man halt so gängige Programme installieren kann. Hat man ganz schnell gelesen auf Heise, schon letztes Jahr. WhatsApp ist auch für das 8110 verfügbar, auch wenn ich es jetzt im Store nicht gefunden habe. Aber es ist auf jeden Fall kompatibel. Man kann es auch installieren. Und damit ist es zumindest so als abgespecktes Android Smartphone durchaus zu gebrauchen. Ihr habt doch gesehen, dass selbst Maps funktioniert hat. War sogar auch ganz vernünftig gewesen. Also ich denke mal, das wird auf jeden Fall einen Abnehmer finden, das Gerät. Zumal es mit 63 Euro erstaunlich günstig ist. Und KaiOS finde ich soweit eine recht spannende Angelegenheit. Zumal es ja auch vielleicht für Kinder eine lohnenswerte Alternative ist, weil die dann nicht den uneingeschränkten Zugang zum Internet haben und vor allem auch nicht so einen leichten, aber dennoch unterwegs erreichbar sind, so als Notfalltelefon. Es soll ja aber auch echt ewig halten. Bei 1500 mAh starken Akku und der verbauten Technik müsste es echt ewig halten. Okay, das wird es gewesen sein. Ganz spannende Angelegenheit. Das Display verfettet unglaublich krass. Ich habe nicht mal feuchte Hände. Naja, irgendwo muss auch gespart werden. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr fandet es so spannend wie ich. Und wenn sich beim Thema KaiOS irgendwie noch was tut oder so, werde ich euch natürlich auf dem Laufenden halten. Wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst Bescheid, hittet den Like-Button hart und den Dislike-Button. Alles, was mich in irgendeiner Art und Weise im YouTube-Algorithmus nach vorne bringt, bitte. Ihr könnt auch gerne einen Kommentar da lassen unten in der Kommentarsektion halt, wo sonst. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.